Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rookie Racing Sport. Ich begrüße alle Rennfahrer und Zuschauer. Zwischen der letzten Ausgabe und der heutigen Ausgabe ist eine ganze Menge Zeit vergangen, fast 3 Monate. Und in diesen 3 Monaten ist eine ganze Menge passiert. Und das sind die Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir schauen kurz zurück, wie ist die erste Saison final ausgegangen? Und wir schauen natürlich nach vorne, wie geht es weiter und was passiert mit der zweiten Saison? Ja, es gibt eine zweite Saison und hier werden wir in diesem Format ganz ausführlich darüber berichten. Fangen wir mit dem Rückblick an. Der 10. Lauf und somit das Saisonfinale fand in Vallelunga statt. Wer die letzte Ausgabe von Rookie Racing Sport gesehen hat, der hat die spannende Punkteverteilung dort schon mitbekommen. Wir blenden sie noch mal ganz kurz ein. Und es war wirklich hochspannend und dramatisch, weil es gab diverse Szenarien und ein Szenario war, dass zwei Fahrer zum Schluss punktgleich sind. Und egal, welche Kriterien man ansetzt, zum Beispiel Anzahl der Siege, Anzahl der zweiten Plätze, diese zwei Fahrer wären am Ende punktgleich gewesen. Am 25. April 2018 fand nun der 10. Lauf statt. Es war eine richtige Spannung, lag in der Luft und das spürte man auch bei allen Fahrern. Doch am 25. April, ein Mittwoch, kurz bevor unser Rennen gestartet hat, haben wir leider die Absage von Yves Dogge bekommen, dass er kurzfristig an dem Rennen nicht teilnehmen konnte. Und Yves Dogge war ja ein Fahrer, der sehr gute Chancen auf den Gesamtsieger hatte. Somit stand das Gesamtergebnis schon relativ frühzeitig fest. Und wir beglückwünschen F0904 zu dem Gesamtsieg in der Einzelfahrerwertung. Und diesen ersten Platz hat er sich auch wirklich gut verdient. Er ist immer sehr schnelle Runden gefahren. Er war zwar nicht der konstanteste, schwieriges Wort, aber bei 10 Läufen und mit den Streichergebnissen hat er sich diesen Rennsieg redlich verdient. Natürlich gehen unsere Glückwünsche auch an den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und zum Schluss waren es eine ganze Reihe von Fahrern. Und damit die erste Saison gebührend gefeiert wurde, gab es eine Woche später eine Siegerehrung via Skype. Dort haben fast alle Fahrer daran teilgenommen und die Rennleitung konnte mit Stolz den ersten 3 Platzierten einen Pokal überreichen. Ja, ihr hört richtig. Es wurde tatsächlich ein realer Pokal überreicht. Der wurde dann zwar natürlich per Post an die betroffenen 3 geschickt, nämlich Nummer 1 an Effe, Nummer 2 an Yves Dogge und Nummer 3 an Fossel HH. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Und für alle weiteren Fahrer gab es Urkunden. Und die konnte sich dann jeder runterladen. Und somit hat jeder eine schöne Erinnerung an diese tolle Saison. Und wir sind wirklich stolz darauf, was sich für tolle Fahrer hier zusammengefunden haben, wie gut die Saison abgelaufen ist, wie fair sie war. Natürlich gab es auch mal Konflikte, aber wir konnten sie gut lösen. Und das hat uns so stolz gemacht, dass wir hier wirklich einen sehr schönen, starken Fahrerstamm in einer Rookie-Liga etablieren konnten. Dafür vielen Dank. Wie heißt es so schön? Nach der Saison ist vor der neuen Saison. Und wir haben nach dem 25. April erstmal den Ligabetrieb ruhen lassen. Weil wir sind in eine Sommerpause gegangen, Sommerferien standen an, Familien, Urlaube, Biergarten, heißes Wetter. Also nicht jeder hatte Lust und Zeit, wieder sofort in einen Ligabetrieb einzusteigen. Und dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis. Deswegen haben wir die Zeit genutzt und haben sogenannte Fun-Rennen jeden Mittwoch veranstaltet. Sprich, die Tage Montag für das Training und Mittwoch für das Rennen sind geblieben. Jeder kannte sie, jeder konnte sich darauf einstellen. Und somit haben wir uns weiterhin regelmäßig getroffen. Zwar nicht mehr in dieser vollen Fahrerstärke, wie schon gesagt, der ein oder andere war verhindert oder im Urlaub oder hatte auch einfach mal keine Lust. Kein Problem, er hat ja nichts verpasst, außer natürlich ein schönes Rennen und einfach einen spaßigen Abend. So, in diesen Fun-Rennen haben wir natürlich oft diskutiert, wie geht es weiter? Was wollen wir tun? Mit welchem Auto wollen wir fahren? Besteht das Reglement weiterhin? Was ist, wenn mehr Fahrer sich anmelden als Plätze? Wie viele Fahrer melden sich überhaupt an? Das waren also heiß diskutierte Fragen. Und so haben wir einfach in der Gruppe uns auch Gedanken gemacht, mit welchem Auto wollen wir die neue Saison starten. Und die Wahl war eigentlich gar nicht so einfach. Denn das Auto musste schnell sein, aber auch nicht zu schnell.
Das Auto musste Setup-Möglichkeiten haben, aber auch nicht zu viel Setup, wie zum Beispiel ein GT3-Fahrzeug oder ein Formelfahrzeug scheidet sofort aus. Und zum Schluss muss jeder Rookie, also sprich auch Einsteiger, in der Lage sein, mit diesem Auto einigermaßen gut im Handling zurechtzukommen. Viele Fahrer haben Vorschläge gemacht und ein Vorschlag darunter war der BMW 235i. Erstmal ein unscheinbares Auto im Sortiment, aber damit sich die Rennleitung und auch alle Fahrer davon überzeugen konnten, ob das Auto wirklich für eine ganze Saison Spaß macht und ob alle damit zurechtkommen, ob alle damit sagen, yes, das ist es, haben wir ein Testrennen ausgeführt. Und zwar nicht irgendein Testrennen, sondern wir sind auf die Nordschleife gegangen. Die härteste Rennstrecke der Welt. Damit konnten alle Fahrer das Auto auf Herz und Nieren in Verbindung mit ihrem fahrerischen Können prüfen. Und das haben wir nicht einfach nur in einem Kurzrennen gemacht, sondern eine Stunde Nordschleife. Das heißt, für Mann und Material war hier wirklich eine Herausforderung zu bestehen. Diese Herausforderung haben wir gemeistert und nach einer Stunde haben wir alle in glückliche Gesichter geschaut. Denn alle waren mit dem Auto einverstanden, haben gesagt, das Auto ist es, das passt. Es hat Heckantrieb, es ist schnell, aber nicht zu schnell. Es ist gut im Handling und man kann im Setup ein bisschen was bewegen, aber man muss auch nicht wochenlang herumprobieren an dem Setup, um irgendeine Veränderung mal schnell zu ermöglichen. Und somit war die Wahl auf dem BMW 235i schnell von allen einstimmig beschlossen worden. Auch hierfür vielen Dank, dass die Community so gut funktioniert hat. Wann geht es nun los mit der neuen Saison? Am 26. September, das ist ein Mittwoch, fängt die neue Saison offiziell an. Und das ist unsere zweite Saison im Rookie Cup. Der Termin steht fest und auch alle weiteren Termine für die folgenden Mittwoche stehen fest. Kurze Info dazu, auf unserer Homepage ist der Rennkalender bereits eingetragen und kann dort eingesehen werden. Und wir fahren nicht mehr 10 Rennen, sondern 11 Rennen. Es gibt ein Saisonfinale auf der Nordschleife. Und dieses Saisonfinale hat es nicht nur wegen der Nordschleife in sich, sondern auch, weil hier nochmal doppelte Punkte zu holen sind. Also ganz wichtig für alle, Nordschleife kann sich das komplette Ergebnis in der Teamwertung und in der Einzelwertung nochmal komplett ändern. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine Teamwertung. Denn wir haben uns gedacht, Einzelwertung ist gut und für die erste Saison, dass wir uns erstmal alle finden, ist das wirklich prima gewesen. Jetzt sind wir aber, sage ich mal, so gut unterwegs, dass wir gesagt haben, wir würden gerne auch eine Teamwertung einführen. Und wie finden wir nun diese Teams? Dazu später etwas mehr. Um überhaupt herauszufinden, wie viele Fahrer werden wir denn überhaupt und langt es letztendlich, um auch sinnvoll eine Teambildung zu machen, haben wir über Facebook, unserer Gruppe Assetto Corsa Rookie Cup, haben wir eine Abfrage geschaltet. Und innerhalb von wenigen Tagen hatten wir 24 Meldungen. Ja, ihr habt richtig gehört, 24 Anmeldungen für die neue Saison. Wow, erstmal cool. Aber das heißt für die Rennleitung auch ein bisschen sich anzustrengen, weil PS4, Assetto Corsa bietet leider nur pro Rennlobby 16 aktive Fahrerplätze. Und es wäre doch schade, wenn wir jetzt die anderen 8 Meldungen entweder auf eine Warteliste schieben müssten oder wenn wir den sogar sofort absagen müssten. Also hat sich die Rennleitung Folgendes überlegt. Wir fahren einfach mit 2 Rennlobbys. Kein Problem. Aber wie kriegen wir es jetzt hin, dass wer fährt in welcher Lobby? Wie ist das Punktesystem und wie machen wir daraus eine Teamwertung? Das sind alles Fragen, die natürlich sofort bei allen Beteiligten aufgeploppt sind. Und hierfür haben wir in der Zwischenzeit Antworten gefunden. Wir haben 24 gemeldete Teams, Rennlobby 1 und Rennlobby 2. Die erste Frage ist, ja, wer fährt denn in welcher Lobby? Und wie stellen wir sicher, dass der Rookie da auch noch sich wiederfindet, dass die Fahrer nicht zu stark geworden sind? Ja, auch darüber haben wir uns ernsthafte Gedanken gemacht, weil wir wollen hier einen Rookie Cup austragen und wir haben in der Zwischenzeit auch Anmeldungen von Fahrern bekommen, die bestimmt kein Rookie mehr sind, aber einfach spaßige Rennen fahren wollen. Und auch diesem Gedanken sind wir gerecht geworden. Das heißt, am 5. September und am 12. September, das sind jeweils, ist das ein Mittwoch, werden wir sogenannte Qualifikationsrunden fahren und anbieten. Warum 2 Termine? Naja, damit jeder die Möglichkeit hat,
offiziell eine Rundenzeit abzugeben. Falls einer am anderen nicht kann, kann er vielleicht am Alternativtermin. So, dann machen wir ein Ranking von Fahrer 1 bis Fahrer 24. Das heißt, uns liegen 24 Qualifikationszeiten vor. Natürlich fahren wir auf dem BMW 235i, das wird ja unser neues Auto. Und somit können wir die ersten 12 Fahrer in Lobby 1 und die zweiten 12 Fahrer in Lobby 2 einteilen. Das heißt, hier haben wir schon mal die starken Fahrer in einer Lobby und die etwas schwächeren Fahrer auch in einer Lobby. Das garantiert auf jeden Fall spannende Zweikämpfe und spannende Rennen, hoffen wir auch. Weil wir versuchen, über diese Zuteilung das Niveau entsprechend zu verteilen und werden diesem Rookie-Gedanken wieder gerecht. Und genauso einfach fängt jetzt auch die Teambildung an. Weil, wenn wir Wunschteams bilden, dann könnte es natürlich sein, dass der Fahrer mit der stärksten Zeit am liebsten mit dem Fahrer der zweitstärksten Zeit ein Team bilden würde. Dann wäre die Teamwertung relativ langweilig, würde ich mal sagen. Und deswegen hat die Rennleitung Folgendes vorgeschlagen. Und das wurde von allen Fahrern einstimmig angenommen. Der Fahrer mit der besten Zeit bildet ein Team mit dem Fahrer der schlechtesten Zeit. Und somit kommt es dann zum Fahrer mit der zweitbesten Zeit, zu dem vorletzten und so weiter. Das heißt, wir haben hier durch diese Maßnahme eine Teambildung, die hoffentlich es ermöglicht, dass die Teams ungefähr gleich stark sind. Jetzt könnte die Frage kommen, naja, hat denn der stärkste Fahrer wirklich Lust, mit dem schwächsten Fahrer zusammen ein Team zu bilden? Hier kommt es nicht so ein bisschen auf die Lust drauf an, sondern wir wollen, dass der stärkste Fahrer dem schlechtesten Fahrer oder sage ich mal dem langsamsten Fahrer die Möglichkeit gibt, in den internen Trainings sein Fahrkönnen zu verbessern. Weil er ist nämlich über die Teamwertung bestimmt bestrebt daran, dass er nicht der schlechteste Fahrer bleibt oder der langsamste Fahrer. Und vielleicht trainieren die zweimal zusammen oder geben sich gegenseitige Tipps, Linie, Bremspunkte, Gas geben, Scheitelpunkte. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge zwischen denen zu besprechen und somit können die schwächeren Fahrer von den stärkeren Fahrern wieder lernen. Und ich glaube, auch hier werden wir wieder diesem Rookie-Gedanken extrem gerecht, weil wir nämlich sagen, alle Leute, die anfangen, haben sozusagen einen Mentor. Und dieser Mentor soll sie nicht unter Druck setzen, sondern ihnen einfach eine gute Hilfestellung geben. Das Punktesystem. Jetzt haben wir zwei Lobbys. Wie verteilen wir da die Punkte? Die Fahrer sind unterschiedlich stark. Werden die Punkte gleich verteilt? Die Antwort ist ja, sie werden gleich verteilt. Und zwar, wir übernehmen das Punktesystem der letzten Saison. Das heißt, Fahrer Platz 1 bekommt 25 Punkte, Fahrer Platz 2 20 Punkte und Fahrer Platz 3 16 Punkte. Das zieht sich so durch. Das heißt, wir verteilen Punkte bis zum Platz 15 einer Lobby. Jetzt sind wir aktuell 24 Fahrer, zwei Lobbys. Das heißt, der 12. bekommt noch 4 Punkte. Und das ist Motivation genug, ein Rennen auch wirklich bis zum Ende zu fahren. Oftmals kommt es ja vor, es wird ein Unfall gebaut, man wird abgedrängt, irgendwas passiert, das Lenkrad steht schief, das Auto fährt sich nicht mehr, ich verliere spontan die Lust und am liebsten würde ich sofort disconnecten. Aber da wir hier eine Teamwertung haben, ist es gegenüber meinem Teampartner unverantwortlich, einfach zu disconnecten. Weil auch wenn ich das Rennen nicht zu Ende fahre, aber ich bin bis zum Schluss dabei oder ich habe weniger Runden gefahren, kriege ich trotzdem 4 Punkte. Und die fließen 1:1 in die Teamwertung ein. Und wir denken, das ist Motivation genug, hier einfach fairen Rennsport zu betreiben, ohne dass Leute ständig disconnecten. Apropos Teamwertung, die ist auch relativ einfach. Der Fahrer aus Lobby 1 bekommt für den Sieg 25 Punkte. Der ist jetzt mit dem schlechtesten oder langsamsten Fahrer der Lobby 2 zusammen. Der landet auf Platz 12, bekommt also 4 Punkte. Somit hat das Team 29 Punkte bekommen. Relativ einfach in dieser Addition und wir glauben auch hier wird das konstanteste Team die Teamwertung gewinnen. Die Punkteverteilung in der Einzelwertung. Die Fahrer in der Lobby 1 bekommen die gleichen Punkte wie die Fahrer in der Lobby 2. Das heißt, um es an einem Beispiel festzumachen, der Erstplatzierte bekommt 25 Punkte aus der Lobby 1 und der Erstplatzierte aus der Lobby 2 bekommt auch 25 Punkte. Ja, und wir finden das gerecht, weil wir sagen nicht, es ist Liga 1 und Liga 2,
sondern wir sagen, beide Lobbys sind gleichberechtigt und somit müssen auch die gleichen Punkte verteilt werden. Und zum Schluss kann ein Fahrer aus der Lobby 2 immer noch Gesamtsieger werden. Und damit fördern wir wieder aktiv den Rookie-Gedanken und unterstützen hier alle Anfänger, die das erste Mal bereit sind, Online-Rennen zu fahren und in den Ligabetrieb einzusteigen. Wer kann noch teilnehmen? Ja, grundsätzlich alle. Insgesamt haben wir jetzt 32 Plätze zur Verfügung. 24 davon sind fest vergeben. Das heißt, wir haben noch 6 Plätze übrig. Und diese 6 Plätze können auch gerne noch gefüllt werden. Allerdings ist der allerletzte Meldeschluss der 12. September. An dem 12. September findet das letzte Qualifikationsrennen für Lobby 1 oder Lobby 2 statt. Nachmeldungen sind nach diesem Tag nicht mehr möglich. Sollte es zu irgendwelchen Gründen durch Terminkonflikte ein Fahrer nicht an einem dieser beiden Termine teilnehmen, setzt er sich bitte rechtzeitig mit der Rennleitung vorher in Kontakt und wir finden einen Weg. Aber offiziell ist Meldeschluss der 12. September. Wer bis dahin sich angemeldet hat, ist herzlich willkommen und kann diese freien Plätze weiter besetzen. Wenn es jetzt noch mehr Fahrer werden und die 32 Plätze sind auch voll, dann müssen wir wirklich sagen, sorry, du kannst dich gerne auch noch auf eine Warteliste setzen, falls noch jemand abspringt, aber wir werden nicht eine dritte Lobby noch eröffnen. Dafür sind einfach unsere Kapazitäten aktuell nicht ausreichend. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Was passiert bis zum 5. noch in dem Rookie Cup, beziehungsweise in der Rookie Liga? Ja, wir fahren weiterhin jeden Montag ein Training. Dazu ist jeder herzlich willkommen. Start 19.45 Uhr. Name der Lobby und das Passwort findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und mittwochs fahren wir das entsprechende Rennen. Auch hier sind die Zeiten analog der ersten Saison. Start um 19.45 Uhr. Ende des Ganzen um 21.15 Uhr. Bitte beachtet den veränderten Rennablauf, weil wir haben jetzt die Trainingszeiten deutlich verkürzt, das Qualifying auf 10 Minuten begrenzt, die Renndauer auf 1 Stunde verlängert. Reifenabnutzung, Benzinverbrauch 150%. Warum machen wir das alles? Damit wir Boxenstops machen müssen. Weil wir haben festgestellt in unseren Test- und Fun-Rennen, so eine Boxenstopp-Strategie wäre schön, aber Assetto Corsa bietet sie auf der PS4 nicht an. Das heißt, über diese Parameter schaffen wir es jetzt, dass unsere Rennfahrer auch an die Box fahren müssen. Und hier sind unterschiedliche Taktiken, führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie wir jetzt in den Fun-Rennen erfolgreich herausgefunden haben. Deswegen beachtet das bitte bei den folgenden Rennen, die wir jetzt durchführen. In den Fun-Rennen ist natürlich jeder herzlich willkommen und insbesondere der Montag eignet sich wunderbar, uns mal kennenzulernen und wir haben die Chance, dich kennenzulernen. Weil wir freuen uns auf dich und am besten du hast ein Headset und steigst in unsere Party ein, weil dann können wir dir alle Fragen rund um die Rookie-Liga und den Rookie-Cup beantworten und du wirst feststellen, ob das eine Sache für dich ist oder ob du sie lieber sagst, nee, passt noch nicht, vielleicht beim nächsten Mal. So, das war's schon wieder von der neuesten Ausgabe von Rookie Racing Sport. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auf der Rennstrecke.